Ende des Tages stehen wir noch immer. So viel verloren, doch wir sind Gewinner. Egal wo wir landen, es kann alles passieren. Am Ende des Tages bleiben wir. Hey, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Das ist Markus, zuständig für alle Beats, für alle Samples, die live mitlaufen. Patrick, zuständig für alle möglichen Tasten. Ich bin Tobi, bin der Sänger und Songwriter und wir sind Loopit. Durch unsere Familien sind wir eigentlich alle schon total früh mit Musik in Berührung gekommen. Wir sind mit in den Kinderchor gegangen, haben bei Kindermusicals mitgespielt. Paddy war das Schaf hier in der Kirche an Weihnachten. Und haben alle mehr oder weniger freiwillig Klavierunterricht bekommen als Kinder. Und prägend war dann irgendwie die Jugendzeit, vor allem als man die erste Band live gesehen hat, als man das erste Mal selbst live im Jugendzentrum mit seiner Schülerband gespielt hat. Und Tope hat angefangen Musik zu schreiben, Singer-Songwriter-mäßig war er alleine unterwegs und irgendwann hat er einen Auftritt gehabt und gefragt, ob wir ihn nicht als Band begleiten möchten. Und das haben wir gemacht und nach dem Abend standen wir echt auf dem Parkplatz und irgendwie war klar, ey, wir sind eine Band. Markus und ich waren 2012 in Kenia, Nairobi und haben ein Kinderhilfswerk besucht in einem der größten Slums Ostafrikas. Und wir haben da viel Zeit mit den Kids verbracht und als es so gegen Ende des Tages ging, ließ ein Mädel meine Hand nicht mehr los und hat mich immer und immer wieder gefragt, ob ich nochmal ihren Namen sagen kann. Und wir haben erst nachher erfahren, dass diese Kids einfach viel weniger haben, worüber sie sich identifizieren können. Die wissen teilweise nicht, wann sie Geburtstag haben, kennen teilweise ihre Eltern nicht. Sag meinen Namen noch einmal, bevor du gehst. Wenn ich ihren Namen sage, dann bedeutet das viel mehr als bei uns. Es steht für Beziehung, es gibt plötzlich einen Wert und dieser Name steht für eine Person, für eine Geschichte. Und dieses Mädel wollte einfach unbedingt, dass ich ihren Namen und ihre Geschichte nicht vergesse und sie hat es tatsächlich geschafft. Dieses Erlebnis wollte ich gerne in einen Popsong packen und das Schöne, was passiert ist, ist, dass plötzlich ein Trennungssong entstanden ist, der trotzdem irgendwie ganz viel Würde hat. So dieses, wir werden uns vielleicht nicht mehr sehen, wir werden vielleicht getrennte Wege gehen, aber ich werde dich nicht vergessen und ich werde dich auch nicht verdrängen, sondern dein Name und du und deine Geschichte wird für immer ein Teil von mir sein. Steht das Wasser bis zum Hals, mit den Herzen voller Stein und den Augen voller Salz. Wenn du jemand anders wärst und ich nicht ich. Aus allen Wolken ist so das süße und betäubende Gefühl vom Verliebtsein und es geht um diesen Kerl, der bis über beide Ohren verliebt ist, der in seinem Kopf schon tausendmal eine Liebeserklärung formuliert hat, aber sie wird letzten Endes niemals bei seinem Schwarm ankommen, denn für sie ist er unsichtbar. Ich fall aus allen Wolken, wenn ich dich so seh, kriege weiche Knie, wenn du vor mir stehst. Ich fall aus allen Wolken, krieg kein Wort mehr raus, falle immer tiefer. Ich hoffe, es hört nicht auf, ich hoffe, es hört nicht auf. Ich hoffe, es hört nicht auf. Ich fall aus allen Wolken, doch ich falle dir nicht auf. Am Ende des Tages ist einfach der ehrlichste Moment. Wenn's nicht vorwärts und nicht rückwärts geht und das Wasser überm Kragen steht. Das ist der Moment, wo alles verschwindet, was dich den ganzen Tag irgendwie ablenkt oder fernhält von dem, was du eigentlich willst, was du eigentlich bist und was du eigentlich fühlst. Am Ende des Tages ist der Moment, wo du deinen größten Ängsten und deinen größten Träumen begegnest. Und wir haben in diesem ganzen Entstehungsprozess des Albums gemerkt, wie oft wir eigentlich diese Redewendung am Ende des Tages benutzen und dass es uns tatsächlich geholfen hat, immer wieder zu überlegen, hey, was wollen wir denn am Ende des Tages? Und es gibt so viele Entscheidungen, die wir treffen mussten,
wo es so viele Fürs und Widers gab und wir gemerkt haben, am Ende des Tages ist es doch eigentlich ganz einfach und klar. Am Ende des Tages stehen wir noch immer, so viel verloren, doch wir sind Gewinner. Egal wo wir landen, es kann alles passieren. Am Ende des Tages bleiben wir. Wir tanzen mit dem Regen und rennen in den Sturm. Wir treiben mit den Wellen, tauchen ein und tauchen auf. Wir spielen mit dem Feuer und lachen in die Flammen. Wir fliegen mit dem Wind, atmen ein und atmen aus. Am Ende des Tages stehen wir noch immer. So viel verloren, doch wir sind Gewinner. Vor allem für mich als Songwriter waren die letzten zwei Jahre einfach so besonders, weil ich so extrem viel lernen durfte. Und ja, wir sind einfach nur dankbar, dass wir dieses Vertrauen erstmal entgegengebracht bekommen haben. Ja, deswegen sagen wir vielen, vielen Dank an alle, die an diesem Album mit uns zusammen geschrieben haben und das Album dahin gebracht haben, wo es jetzt ist.